Sie haben ja eine Werksführung gemacht und deshalb meine Frage, wie ist das BIM-Werk Dingolfing für die Zukunft aufgestellt? Gut, unser Eindruck bei dieser Führung war herausragend guter. Wir haben uns also weniger mit den Themen der Vergangenheit beschäftigt, sondern haben ausschließlich den Fokus in die Zukunft gegeben. Haben hier die Frage nach Mobilitätsformen der Zukunft gestellt, insbesondere die Frage der Elektrifizierung und insbesondere auch die Frage der Schadstoffemissionen. Gemeinsam mit dem Umweltminister Glauber auch das Thema, das thematisiert. Und wir haben zur Frage der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens hier, des Produktionsstandortes hier, einen außerordentlich guten Eindruck. Und jetzt steht der Brexit an. Welche Gefahr besteht hier für die bayerischen Autobauer? Nun, die bayerische Wirtschaft ist im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Deutschland maximal betroffen von einem potenziellen Brexit. Großbritannien ist einer der zentralen Handelspartner für die bayerische Wirtschaft. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, sollte es zur Frage von Zöllen kommen, wird die Frage zu stellen sein, inwieweit ist die britische Verwaltung überhaupt in der Lage, solche Zollaktivitäten an der Grenze abzuwickeln. Da gibt es wohl derzeit szenarische Übungen. Das bedeutet, dass die Frage eines Austritts der Briten aus der Europäischen Union für ein Unternehmen wie etwa BMW, das ja auch Produktionsniederlassungen in Großbritannien hat, dass diese Frage des Unternehmens in den Grundfesten betrifft, denn Karosserieteile, die hier zum Beispiel gebaut werden, die müssen ja zur Endmontage auch nach Großbritannien. Das sind viele ungeklärte Fragen, die sind zur Frage, dass uns Absatzmärkte wegbrechen. Das heißt, in der Konsequenz wären hier auch Arbeitsplätze bedroht. In der Konsequenz gilt es für das Werk Dingolfing hier genauso wie für jedes andere exportorientierte und mit Britannien handeltreibende Unternehmen, dass davon Arbeitsplätze abhängen. Und hier in Dingolfing haben wir in etwa 19.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Wir können davon ausgehen, dass die Integration der direkt hier Beschäftigten mit dem Mittelbar, also dem Zuliefererbereich Beschäftigten, in der Relation 1 zu 4 liegt, also ein Beschäftigter hier, wird ungefähr 4 Beschäftigte im Bereich der Zulieferei betreffen. Und derartige Entscheidungen sind für Standorte in Dingolfing, aber es gibt es einige andere in Bayern auch, von fundamentaler Bedeutung. Deswegen plädiere ich dafür, im Hinblick auf die Frage Brexit, den Briten noch die Möglichkeit zu offerieren, eines Last-Minute-Tickets, dass sie doch in der Europäischen Union bleiben können. Die Annahme, die Einfrageannahme, sind jetzt so, wie sie sind und man lässt das alles laufen, das ist mir zu trivial. Und in der Wirkung für unsere heimische Wirtschaft, und da sprechen wir von den Löhnen, von dem Einkommen der Arbeitnehmer, der Familien, das ist mir viel zu einfach. Es würde sich lohnen für einen Verbleib der Briten aus wirtschaftspolitischer Sicht, aus europapolitischer Sicht, aus sicherheitspolitischer Sicht, aus sozialpolitischer Sicht, dafür zu kämpfen, nicht nur sagen, dann sollen sie gehen. Und, Herr Streibl, Sie haben eine Werksführung gemacht. Wie modern oder wie ist BMW für die Zukunft gerüstet? Also nach meiner Meinung ist BMW für die Zukunft super gerüstet. Also das, was hier im Werk geschieht, also das ist aller Ehren wert und das ist im Grunde fantastisch. Also so ein Werk habe ich noch nicht gesehen, also was hier gemacht wird. Und mit der Elektrotechnologie, die hier auch produziert und verbaut wird, ist man auf einem völlig richtigen Weg. Das, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Rahmenbedingungen von der Politik für die Elektromobilität besser gesetzt werden, um das noch mehr auf den Markt zu bringen und mehr zu fördern. Es geht ja auch, wenn man jetzt im Koalitionsvertrag steht ja, dass der Luftreinhalteplan weiterentwickelt werden soll. Nun ist es so, dass München ein Fahrverbot droht. Ist die Elektromobilität noch zeitnah, um das Fahrverbot zu verhindern? Ja gut, man wird wahrscheinlich jetzt, Entschuldigung,
über Fahrverbote wird man dann schon noch diskutieren müssen, aber man kann das vielleicht aushebeln, indem man mit mehr Elektromobilität auf die Straße kriegt, auf die städtische Straße kommt. Und die technischen Möglichkeiten liegen hier vor der Haustüre, vor den Toren letztlich auch von München. Und damit könnte man also das Ganze auch nicht umgehen. Und deswegen müssen wir hier sehr schnell in die Gänge kommen, um hier also neue Möglichkeiten zu schaffen. Also geschaffen sind es. Also man braucht es eigentlich nur noch umsetzen. Und wie lange, denken Sie, wird der Verbrennungsmotor noch für die Automobilindustrie eine Rolle spielen? Ich denke, dass der Verbrennungsmotor sich noch lange eine Rolle spielen wird. Und das sind ja auch sehr ausgereifte Technologien, die man aber sicher auch noch besser machen kann. Und dass das auch noch eine Übergangstechnologie für einen längeren Zeitraum sein wird. Also gerade wenn man dann auch Lastverkehr anschaut oder auch den Verkehr in der Agrar, dass man hier auch so auch noch andere Motoren braucht. Und da gibt es ja natürlich auch Verbrennungsmotoren, wenn man Gas- oder Power-to-Gas-Technologien anschaut oder mit Agrardiesel, also Rapsöl, also von solchen Dingen, die werden wahrscheinlich sehr, sehr langfristig auch noch da sein. Es geht ja nicht nur um Elektromobilität, sondern auch ums vernetzte Fahren. Gibt es hier schon eine Strategie der bayerischen Staatsregierung, hier die verschiedenen Verkehrsträger besser miteinander zu vernetzen? Ja gut, das ist, glaube ich, eine Sache, das dann letztlich über die gesamte Digitalisierung laufen muss, wie man das Ganze vernetzt. Also in BMW hat ja auch schon die Sache, dass die BMW untereinander sich vernetzen können, aber das muss man noch auf andere Verkehrsteilnehmer ausweiten, dass man hier intelligente Verkehrsströme auch leiten und lenken kann und dadurch vielleicht auch den Verkehrsfluss flüssiger, aber auch kürzer machen. Viele Arbeitnehmer haben Sorge, dass mit der Digitalisierung oder mit der Industrie 4.0 Arbeitsplätze wegfallen. Können Sie die Sorgen der Menschen etwas zerstreuen? Ich denke, es hat immer in der Geschichte der Menschheit Wechsel in der Arbeitswelt und Arbeitsmöglichkeit gegeben. Heute geht auch mehr keiner hinterm Flug her, sondern man hat hochtechnologisierte Traktoren und genauso ist es mit der Technologie 4.0 und Industrie. Es werden Arbeitsplätze sicher wegfallen, aber es werden neue entstehen.